Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Operation Portal Recon. Ich bin Chaos Lady. Wir schauen uns erst kurz den Verlauf an. Wir haben den 27. Das heißt, das Wochenende ist gerade erst vorbei. Und interessanterweise, ja, der Samstag, der 25. ist der schwächste. Wie schon mal erkannt, nur war es am Evoli Community Day sogar an Samstag und am Sonntag etwas schwächer. Aber okay, wir wollen uns die Portale ansehen, die hier eingereicht worden sind. Zum Beispiel ein Abenteuerspielplatz am Sportplatz ist auf jeden Fall ein Portal. Ein Spielplatz beim Sportplatz in Meimsheim. Hui. Erbaut 2002, als der Sportplatz restauriert wurde. Okay. Das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Das sieht wirklich hier an der grünen Fläche. Die Straße heißt sogar am Sportplatz. Klingt gut. Dann hier, es ist kein Duplikat. Ne, passt alles. Der Titel ist in Ordnung. Voll und ganz. Kulturell weiß ich gerade nicht. Bei Spielplätzen weiß ich das immer irgendwie nicht. Optisch einzigartig. Es sind einige Portale da, es sind kaum Spielplätze da, daher 4. So, Satellit. Ja, das sieht gut aus. Das ist auf jeden Fall der Spielplatz. Und nebendran diese große grüne Fläche wird wahrscheinlich der Sportplatz sein. Der Standort ist vollkommen richtig und es lässt sich sicher erreichen. Wäre ja komisch, wenn nicht, ne? Ist schließlich ein Spielplatz für die Kinder und sollte dann auch sicher sein. Weiter. Ist auf jeden Fall kein Kindergarten, so wie es aussieht. Das nächste. Okay. Ich bin etwas verwirrt von dem Smiley. Brands. Ich weiß nicht, was Brands ist. Das ist... Ach, je. Das ist in Neuland. Eigentlich Niederlande. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Und ich kann kein Holländisch. Und wenn ich es nicht weiß, soll ich einfach 3 Sterne geben. Gebe ich halt einfach auf alles 3 Sterne, ohne wirklich drauf zu achten, ob das hier... Der Standort ist ein bisschen weit weg, laut dem Street View. Ich würde sagen, der Standort stimmt aber. Ich denke auch, dass man das sicher erreichen kann. War schließlich irgendwie so ein Platz. Optisch einzigartig. Nö, würde ich sagen, reicht so, passt so. Ja, dann machen wir es so. Ich würde sagen, das passt. Aber wenigstens den Standort konnte man ja erkennen. Oder wirklich sehen. Oberneukirchen. Ja, Wegkreuz auf jeden Fall. Meine Kreuze werden auch immer angenommen. Auf jeden Fall optisch einzigartig, kriegt schon mal 5 Sterne. Ist wirklich, ist das allererste Kreuz hier in dem Ort. Titel ist in Ordnung. Oder? Ja. Was will man da groß dazu schreiben in dem Titel? Und auf jeden Fall ist es kulturell und historisch. So, aber kann man das denn hier auch erkennen? Man sieht einen Baum. Und ja, das Ding steht quasi im Baum. Und deswegen würde ich sagen, ja, das stimmt. Sicher erreichen, gut, das weiß ich nicht so genau. Sag mal 4. Und ein Kreuz gebe ich hier noch an. Und dann schauen wir uns das nächste an. Oh, was ist das? Ein Brunnen? Nee, ein Tretbecken. Steht sogar da. Sehr schön.
Sorgt dafür, also dieses Portal regt einem dazu an, sich zu bewegen, und deswegen ist es ein Portal. Das so steht es in den Kriterien. Optisch einzigartig, auf jeden Fall. Titel passt. Vielleicht 4 Sterne, könnte man noch besser schreiben. Zum Beispiel der Ort oder so. Oder wo dieses Tretbecken ist. Historisch-kulturell. Weiß ich nicht. Optisch einzigartig, auf jeden Fall 5. Gibt schönere Tretbecken, aber darum geht's nicht. Blöd. Den Standort kann ich hier leider nicht erkennen. Da sind so viele Bäume. Ah, das Tretbecken, wenn das Tretbecken komplett in der Sonne wäre, müsste man das da eigentlich sogar von den Satellitenbildern sehen können. Man sieht aber auch nicht, wie alt die Satellitenbilder sind. Gebe ich jetzt mal 3 Sterne. Aber ich sag, es ist auf jeden Fall sicher zu erreichen, ist es im Wald. Das sollte gehen. Tja, kann man hier was angeben? Kann man Trainingsgerät eigentlich angeben? Nö. Nee, überhaupt nicht. Okay. Nee, lassen wir das so. Und weg damit weiter. Aha. Ein Spielplatz mit Skulptur? Steinskulptur. Auf Metallsockel, tatsächlich. Aber das im Hintergrund da, das sieht aus wie ein Spielgerät tatsächlich. Sieht aus wie, also das sieht man auch selten. Eine Steinskulptur auf einem Spielplatz. In der Schweiz. Ja, die Schweizer machen das halt anders als die Deutschen, ne? Steinskulptur, auf jeden Fall ein Portal. Kunst. Hier gibt es anscheinend viele solche Kunstskulpturen. Also optisch einzigartig, kriegt auf jeden Fall keine 5 Sterne. Titel 4. Historisch-kulturell. 5 Sterne. Einzigartig 4. So, und dann sind wir jetzt hier mit Street View. Und damit kann man wirklich nicht wirklich viel anfangen. Warum? Scrollen wir erstmal hier rein. Zoomen hier rein natürlich. Weil wahrscheinlich Street View. Das ist ja nicht mal ansatzweise in der Nähe der Street View. Falls ihr die Linie gerade gesehen habt. Moment. Ich scroll nochmal. Ich zoome nochmal raus. Und wenn ich das Ding hier reinziehe, seht ihr die blaue Linie. Nur da gibt es Street View. Und da an der Stelle eben nicht. Aber er nimmt dann halt einfach diese blaue Linie. Und das ist nicht mal ansatzweise in der Nähe. Danach darf man jetzt überhaupt nicht gehen. So, das Problem ist aber, man kann hier drauf echt nichts erkennen. Der Schatten sorgt dafür, dass man echt wenig sehen kann. Das ist ein bisschen blöd. Und dann sind die Street View-Daten auch noch von 2013. Das sind ja 5 Jahre. Doof. Ich kann es nicht erkennen. Also was soll ich groß machen? Ich muss 3 Sterne geben. Und sage aber trotzdem, dass man das sicher erreichen kann, oder? Nee, ich weiß es nicht. Es könnte auch ein Schulgebäude sein, ein Schulhof. Nur, dass er einfach nicht eingetragen ist. Ich gebe aber noch Skulptur an und dann geht es weiter zum nächsten. Ja, anscheinend bin ich heute wieder ein bisschen schnell. Anscheinend muss ich hier bestätigen, dass ich kein Roboter bin. Vogelpark Reilingen. Vogelpark auf jeden Fall. Sollte, so wie, Zoo, wie ein Zoo, sollte natürlich auch dieses ein Portal besitzen.
Das Foto sieht ein bisschen komisch aus, muss ich ehrlich sagen. Schont auch mich, den Adler wahrscheinlich. Auf jeden Fall ist da ein großes Gehege, dass man da drinnen Vögel erwarten kann und auch einen Spielplatz für die Kinder, die sich für die Vögel vielleicht gar nicht interessieren. Eingetragen ist er aber leider nicht. Der kleine Zoo hat auch ein Portal. Na gut. Wollen wir das mal bewerten? Also, ich sage ja, das ist ein Portal. Und der Titel ist okay. Okay, ist okay. Kulturell, historische Bedeutung, ich würde sagen, kulturell, ja. Optisch einzigartig. Ich würde jetzt nicht ganz 5 Sterne, aber 4 Sterne auf jeden Fall. Es gibt schon einige Portale, aber jetzt natürlich kein, nicht dieser Vogelpark. Aber ja, ist ein bisschen schwierig. Ist immer schwierig. So. Es ist auf jeden Fall nicht, also der Standpunkt ist nicht in der Mitte vom Vogelpark. Das kann ich hier aus meiner Sicht erkennen. Ich denke, auch davon ist auch ungefähr der Eingang. Von daher würde ich sagen, der Standort stimmt. Und er lässt sich sicher erreichen. Man muss nicht einbrechen. Aber ja, Zoo gibt es tatsächlich. Öffentlichkeit, Zoo. Ja, dann nehme ich Zoo, weil Vogelpark wird es nicht geben. Eine Bearbeitung, eine Infotafel. Steht da nicht zweimal das gleiche? Nein. Eins davon ist falsch geschrieben. So, anhand der Tafel werden wir feststellen, dass es Stelzweg heißt. Stelzweg. Okay. Also das erste. Ach, eine Beschreibung auch noch. Informationen zur Renaturierung. Was? Renaturierung? Ich kenne das Wort gar nicht. Oh je. Der Enz in was? Mühlacker, ja, Mühlacker. Wahrscheinlich bei Stuttgart. Oder? Achso, das kann man, wenn dann hier höchstens hier unten erkennen. Mühlacker. Doch nicht bei Stuttgart. Okay, hab mich geirrt. Schöner Ausblick aus der ehemaligen Gelände der kleinen Gartenschau. Enzgärten. So, und unten drunter steht: Schöner Ausblick auf das ehemalige Gelände der kleinen Gartenschau. Ehemalige Gelände. Das ist eigentlich komplett gleich, nur steht hier Enzgärten. Beim ersten und beim zweiten nicht. Und Enzgärten steht auch auf der Infotafel. Ich würde sagen, das erste. Und weiter. Das war jetzt ein bisschen aufwendig. Und noch eine Bearbeitung. Was auch immer das ist. Ah, toll, auf Französisch. Merlebach. Monument Augs Mors. Ich weiß es nicht. Kann ich nicht sagen. Oh ja. Also eigentlich wäre es an der Stelle besser gewesen, wenn das nur einer eingereicht hätte.
Aber zwei. Ich suche gar nichts davon aus. Ach, den Standort auch noch. Okay. Ja, witzig. Ich kann, wenn ich einmal rausgezoomt habe, kann ich nicht mehr reinzoomen. Also nicht in der Größe, wie es vorhin angezeigt worden ist. Also, das ist doch echt egal, meiner Meinung nach. Welches von den beiden? Es ist beides dasselbe. So genau muss der Standort auch nicht sein. Es wäre sogar eher schlecht manchmal, wenn die Portalmitte genau in einem Gebäude steht, weil in Ingress man wirklich in die Mitte vom Portal gehen möchte. Also sollte sowas nie in der Mitte eines Gebäudes sein, sondern immer auf einer Straße, so dass man drankommt. Genau. Und absenden. Eins mache ich noch und dann ist Schluss. Es ist wieder eine Bearbeitung. Erstmal der Titel. Wieder auf Französisch. Die beide ziemlich gleich aussehen. Naja, fast. Remire Mont und Remire Mons. Tja, weiß ich aber nicht. Und der Standort nur zum Angucken. Ja, zum Beispiel das habe ich gemeint. Das wäre zum Beispiel ein Standort, der nicht so gut ist. Wäre es besser, wenn der anders wäre. Absenden, das war's für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wie immer zur Erinnerung, bitte in die Kommentare schreiben, einen Daumen hoch dalassen oder ein Trinkgeld. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.